Der Planet Ladea, 8. November 2003. Ui, ein Weltraum. Irgendwo im Norden eines kleinen Dorfes. Oh. Nicht ganz die beste Landung, würde ich mal sagen. Er sieht auch etwas mitgenommen aus. Einige Stunden später, mal wieder. Mann, was habe ich Kopfschmerzen? Tja, kein Wunder. Was ist denn mit meinem Raumschiff passiert? Mit diesem Haufen Schrott kann doch keiner mehr fliegen. Und was ist mit meinem außerirdischen Freund geschehen? Wo bin ich hier eigentlich? Doch nicht auf Ladea? Das gilt es jetzt herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist. Wir schauen uns mal das Raumschiff an. Hey, Skepto steckt noch immer da drin. Er ist aus dem Winterschlaf noch nicht ganz aufgewacht. Tja, einfach mal benutzen. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre, dieses Ding nochmal zu fliegen. Nee, sollst du auch gar nicht. Dann, ja, gucken wir uns um hier, was noch zu finden ist. Ein Grabstein. Ein Weg. Schauen wir uns erstmal das Grab an. Wir haben auch ein Grab. Ist es das Grab eines Außerirdischen? Komisch, dass sie ähnliche Traditionen haben wie wir. Es ist ein Grabstein, der wie eine Schaufel aussieht. Es steht da: Hier ruht Hugo, der Automechaniker, der sich beim Schachspielen die Augen ausgestochen hat. Er verlor viel Blut und starb. Friede seiner Seele. Ein erbitterliches Schicksal, möchte ich behaupten. Benutzen wir mal den Grabstein. Ja, diesen Grabstein könnte ich vielleicht später als Schaufel benutzen. Ja, einfach mal Grabschändungen betreiben. Ach, wunderhübsch. Schau die Schaufel an. Und direkt ist es eine Schaufel, kein Grabstein mehr. Es ist ein Grabstein. Er sieht aus wie eine Schaufel. Na gut. Dann, okay, bleibt uns nicht hier viel über. Gehen wir zum Weg. Schauen, was da ist. Aha. Und unser Inventar ist übrigens leer. Ne, stelle ich gerade mal so fest. Kann man ja auch mal machen. Das heißt, alles, was wir auf der Erde gefunden haben, brauchen wir auch jetzt nicht mehr. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Sonst hätte man die ganzen Gegenstände hier und müsste wieder schauen und das alles machen und kombinieren und so. Aber hier findet man direkt die richtigen Sachen. Ein Zaun. Es ist ein gewöhnlicher Drahtzaun. Ja, und das auf diesem Planeten. Ein Teleporter. Er sieht nicht gerade funktionsfähig aus. Ach, weil es hier so ein bisschen vereist ist, oder was? Was haben wir noch? Eine Tür. Wir haben einen Schalter. Noch was? Schauen wir uns mal die Tür an. Eine geschlossene Tür. Natürlich. Wir schauen uns den Schalter an. Mit diesem Schalter kann man die Tür öffnen und schließen. Dann benutzt den. So lässt sich die Tür nicht öffnen. Der Draht, der den Schalter mit der Tür verbindet, ist zerrissen. Das ist natürlich doof. Was haben wir noch? Hier irgendwas zu mitnehmen? Nö, ne? Wir haben zwar diese schöne Sch Oh, ein Stück Eis. Anschauen. Etwas aus Eisen. Du benutzt das Eis. Was soll ich damit anfangen? Achso, dann benutzt die Schaufel mit dem Eis. Das kann ich hier nicht benutzen. Dann nimm das Eis. Ist zu schwer für mich. Dann schau das Eis nochmal an. Unter dem Eis sehe ich etwas aus Eisen. Kann man das vielleicht direkt anwählen? Eisen? Eisen? Nö. Wir haben hier einen Zaun, aber das kann er doch nicht meinen. Ach so. Genau. Wenn wir schon Gräber schänden, dann auch richtig. Benutze Schaufel mit dem Grab. So, wunderhübsch. Etwas später. Immerhin nicht ein paar Stunden. Der Außerirdische hatte nur diesen Werkzeugkasten bei sich. Er wird ihn sowieso nicht mehr brauchen. Alles klar, also wurde hier als Mitgift auf den Weg sein Werkzeugkoffer mit eingepackt. Ist ja auch schön. Der Werkzeugkasten eines Automechanikers. Dann benutze den. Außer dieser Drahtzange war nichts in dem Kasten. Aber der Kasten war so schön. Es ist eine gewöhnliche Drahtzange. Na gut, die benutzen wir einfach mal mit dem Zaun. Alles klar.
Und haben ja hier ein wunderschönes Stück Draht. Nichts, was mich interessieren würde. Ach, schade. Dann benutzen wir... Weil der Draht hier kaputt ist, benutzen wir den Draht einfach damit. Zack. Überbrückt. So, jetzt sollte sich die Tür endlich öffnen lassen. Genau, hat er auch mal so gesagt. Ein richtiges Machtwort hier. Und schon geht die Tür auf. Entschuldigen Sie... Du bist bestimmt einer von Xernus Schnüfflern. Verschwinde von hier, sofort. Könnten Sie mir wenigstens verraten, wo ich hier bin? Im Norden des Planeten Ladea, wo denn sonst? Und nun verlass mein Haus. Raus hier! Aber ich wollte doch nur gucken. Ich will da nochmal rein. Ich habe dir schon einmal gesagt, was ich von Spionen halte. Und ich wiederhole mich nur sehr ungern. Also, verschwinde von hier! Okay, da können wir also nichts machen. Schade. Teleporter. Erst kaputt oder ausgeschaltet, also unbenutzbar. Achso, schade. Ja, was machen wir mit dem Eis hier? Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Aha. Hallo, Johnny. Ich habe geträumt, dass wir mit unserem Raumschiff abgestürzt und beide gestorben sind. Ein blöder Traum. Soll ich dir raushelfen? Nein, danke. Es geht schon. Ja, zumindest ein Teil davon stimmt. Wo sind wir hier eigentlich? Irgendwo auf Ladea. Nicht weit von hier gibt es ein altes Haus. Aber der Eigentümer hat mich rausgeschmissen. Er glaubt, dass ich ein Spion bin. Vielleicht wird er mit mir reden. Das hoffe ich. Wir versuchen das mal. Können wir da hin? Nee. Doch, jetzt. Ja, also hier der Text und das Gesprochene geht manchmal ein bisschen auseinander, aber inhaltlich ist es ja immer das Gleiche. So, jetzt ist er da drinnen, gehen wir da auch nochmal rein. Mal gucken. Johnny, ich habe unseren Freund hier überzeugt, dass wir nicht Xernos Spione sind. Er hat versprochen, uns zu helfen. Das ist schön. Komm her, er wird dir alles erklären. Skepto hat mir erzählt, dass du das Ergebnis eines misslungenen Experiments von Professor Fugel bist. Ist der Professor hier auf Ladea? Ich glaube schon. Vor etwa 5 Jahren ist Xerno von seiner Mission zurückgekehrt und hat einen Wissenschaftler von der Erde mitgebracht. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, unseren Planeten vor den Krins zu retten. Er wurde zum mächtigsten Fraktoiden von Ladea, gründete seine eigene Armee und jetzt will er unseren Herrscher umbringen lassen. Und er sieht nur tatenlos zu? Wir haben ihn über Xernos Pläne zwar informiert, aber er will es einfach nicht wahrhaben. Wie gelange ich zu dem Professor? Da könnte dir der Rebellenanführer mehr helfen. Wo kann ich ihn finden? Irgendwo im Osten der Stadt, in einer gewissen Earthquake-Kneipe. Frag nach Gono und sag einfach, dass dich Utero geschickt hat. Und wie komme ich in die Stadt? Mit Hilfe des Teleporters neben meinem Haus. Du müsstest versuchen, ihn zu reparieren. Ich könnte es versuchen. Gut. Nimm diesen Phaser und diese Sicherung mit. Du kannst sie sicher noch gebrauchen. Johnny, du solltest uns jetzt für eine Weile allein lassen. Ich muss noch einiges mit Rotero besprechen. Fünf Jahre ist das schon her, dass die hier wieder angekommen sind. Das ist aber ein bisschen viel, ne? Würde ich mal behaupten. Okay, und wir sollen uns hier den Teleporter reparieren, weil wir da auch so viel Ahnung von haben. Wir haben eine Sicherung. Uninteressant. Ja, super. Und ein Phaser. Ein Phaser. Eine gefährliche Waffe. Kann man damit vielleicht den Block hier schmelzen, das Eis schmelzen? Natürlich kann man das. Unter dem Eis ist eine Maschine, die zum Teleporter gehört. Wunderbar. Benutzt die. Den Schalter. Passiert nichts, ne? Merkwürdig. Nichts passiert. Wahrscheinlich haben wir die Sicherung nicht umsonst bekommen. Ein Schließfach. Ja, ein Schalter. Damit könnte man den Teleporter aktivieren. Ja, schauen wir uns das Schließfach an. Da fehlt etwas. Dann tu da mal die Sicherung rein. Zack. Und benutze nochmal den Schalter. Aha. Schon besser. Und... ich glaube, dass ich den Teleporter aktiviert habe. Ja, das Eis schmilzt trotzdem nicht, aber egal. Wir benutzen den Teleporter.
Ich sollte zuerst Gepto Bescheid sagen, dass der Teleporter wieder funktioniert. Ach was. Kannst du einfach so abhauen. Geh mal halt wieder rein. Hey, ich habe den Teleporter repariert. Wow. Gut, dann sollten wir lieber sofort aufbrechen. Wir haben nicht viel Zeit. Xerno plant, den Herrscher noch diese Woche umbringen zu lassen. Das, was der kann, das können wir auch. Gehen wir da schnell rein und benutzen mal den Teleporter. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, Johnny. Ich versuche, die genaue Adresse der Earthquake-Kneipe herauszufinden. Wenn es mir gelingt, rufe ich dich an. Wie willst du mich denn anrufen? Nicht weit hinter dir ist eine Telefonzelle. Gut, aber was soll ich hier so lange machen? Du kannst dir zum Beispiel Xernos Festung ansehen. Es ist ein sehr großes Gebäude. Du kannst es nicht übersehen. Pass gut auf dich auf und meide Xernos Soldaten. Das versuchen wir natürlich. Alles klar, wir sind jetzt hier im Osten der Stadt, glaube ich, ne? Wir haben hier eine Mülltonne, wir haben einen Außerirdischen. Wir haben den Teleporter, wir haben eine Straße, Verkehrsschild. Wunderbar. Schauen wir uns erstmal die Mülltonne an. Direkt das Wichtigste. Eine gewöhnliche Mülltonne. Sie ist leer. Benutzt die. Was kann man denn mit einer Mülltonne anfangen? Och, der kann da zum Beispiel drin wohnen. Ein Außerirdischer, der sich wahrscheinlich am liebsten zwischen Mülltonnen aufhält. Ja, rede mal mit dem. Was machst du hier zwischen all diesen Mülltonnen? Ich denke nach und hoffe, dass mir jemand etwas zu essen bringt. Etwas zu essen? Ja, ich gehöre der niedrigeren gesellschaftlichen Stufe dieses Planeten an. Unsere Aufgabe ist es, von Fremden wie dir Nahrung zu bekommen, um uns satt zu essen. Und was bietest du als Gegenleistung? Keine Ahnung. Was willst du denn? Du könntest mir zum Beispiel sagen, was man hier alles auf diesem Planeten treiben kann. Ich meine, was es hier alles Interessantes gibt. Würde dir eine Stadtkarte vielleicht helfen? Ich glaube schon. Gut, bring mir was zu essen und ich schenke dir dafür die Karte. Abgemacht. Ja, aber beeil dich. Ich habe schon seit Tagen nichts gegessen. Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Ich meine, hier hängt ja auch nicht zufällig ein Plan rum, aber egal. Wir gucken uns weiter um. Hier ist nichts auf der rechten Seite. Ja, Teleporter haben wir ja gerade schon benutzt. Schauen wir uns das Schild an. Ein Keine-Rebellen-Verkehrsschild? Xerno geht da wirklich etwas zu weit. Ja, benutzt das. Ich kann das so nicht benutzen. Ach, schade. Dann geh auf die Straße. Oh, hier geht's noch weiter. Hier ist ein Vandale. Das Schild ist das gleiche, ne? Noch was? Eingang zum... Hier ist ein Plakat. Telefonzentrale, alles klar. Wir schauen uns mal... das Plakat an. Da steht, dass der nächste Aerobic-Kurs erst in 2 Wochen beginnt. Wunderbar, wie das hier alles ist. Da steht, dass der nächste Aerobic-Kurs erst in 2 Wochen beginnt. Da sieht man doch, also wir sind den Außerirdischen gar nicht so unähnlich. Dann schauen wir uns den Vandalen an. Er beschmiert die Wand. Sowas ist bei uns auf der Erde verboten. Das ist hier wahrscheinlich auch so, wenn hier keine Rebellen erwünscht sind. Lieber nicht. Achso, nee, nicht benutzen. Reden. Hey, ist es nicht verboten, die Wände zu bemalen? Und wenn schon, wen interessiert es? Man könnte dich dafür ins Gefängnis stecken. Ich bin auch minderjährig. Die können mich nicht einlochen. Und übrigens, was geht dich das an? Hör mal, ich habe wirklich Besseres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Lass mich also in Ruhe. Verschwinde. Na gut, dann schauen wir uns noch eben hier die Telefonzentrale an. Die für die Telefonzelle. Eine außerirdische Telefonzelle. So. Ja, benutzt die mal. Ich weiß leider nicht, wie diese Ladea-Telefonzellen funktionieren. Ja, das vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Und ich würde sagen, bevor ich da jetzt reingehe und hochgehe und gucke, wann der Aerobic-Kurs jetzt tatsächlich anfängt,
mache ich eine kleine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns hier auf dem Planeten Ladea noch ein bisschen umschauen und auf den Anruf von Skepto warten und hoffentlich den Professor finden. Bis dahin, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.